erhöht. Und was steht über der Gemeinnützigkeit eines Vereins? Ich weiß es nicht. Nach meiner Darstellung steht da nichts drüber. Das heißt, der Schutz der Gemeinnützigkeit, und da nochmal ein großes Dankeschön, Uli, dass du den Mut mit deinen Kollegen, denen ich das immer wieder erklären musste, worum geht es hier eigentlich? Und das ist ein weiterer Punkt für die fachliche Betreuung unserer DGR-Mitglieder. Stefan Siebert, gleich kommt Frau Dr. Marie Hensig, promovierte Physikerin, die nächste Berufung. Dr. Stefan Klein, Fachreferent, zuständig für die Fachausschüsse. Wir können nochmals danken an den gesamten Vorstand, der hier über Jahre konsequent wird. Nicht jeder Vorsitzende hat dazu Mut. Da läuft auch schon mal da weg, ich habe das verstanden. Ne? Das passiert dann auch mal. Den Jürgen sei Dank. Der war 40 Jahre in der DGR, hat gesagt, wir schaukeln das Kind, das ist wichtig und gut. Ansonsten, ja, wer weiß, was gekommen ist. Inventum wurde jetzt mehrfach aktiviert. Ich möchte dem neuen DGR-Inventum geben, so neu ist das gar nicht mehr, Frau Fonde, weil es diejenige, die am längsten bei der DGM arbeitet, die wurde noch unter Herrn Schumacher eingestellt. Die ist noch da und viele andere von der alten Zeit auch. Herr Koch zum Beispiel, der heute Geburtstag hat, ist Herr Koch 34 Jahre alt, unser IT ist.